Hey Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe natürlich, euch geht es gut. Ich befinde mich gerade hier in Rom, Italien. Sehr, sehr schön. Und mache mich jetzt aber auf den Weg nach Zürich. Da besuche ich nämlich den Loris. Und auf dem Weg dahin werden wir einiges erleben. Ich habe nämlich echt coole Strecken gebucht und wir werden einige neue coole Züge testen. Ich befinde mich hier gerade in Rom am Hauptbahnhof. Ja, muss mich jetzt erstmal ein bisschen zurechtfinden, weil hier ist ganz schön viel los. Irgendwie sieht das hier eher aus wie ein Flughafen, finde ich, als wie ein Bahnhof. Also das hier ist alles komplett runter. Der Bahnhof. Ach komm, wir gehen hier mal rein. Trains. Hey Leute, ich glaube, das hier ist wirklich der größte Bahnhof, an dem ich je war. So Probleme. Ich habe echt gar keine Ahnung, wo ich hin muss. Aber wir finden es schon. Oh Mann. Ich hätte natürlich nach Zürich auch einfach fliegen können, aber das ist ja zu einfach. Deswegen habe ich mir gedacht, wir testen einmal den schnellsten Zug in ganz Italien. Das ist der Frecarossa. Da gibt es auch mittlerweile einen neuen von den Frecarossa 1000. Den habe ich leider nicht erwischt. Der lag nicht auf meiner Route. Vielleicht ist das... Ach, das ist der sogar. Schaut mal hier, Leute. Der fährt einfach 400 km/h. Oh Mann, das ist schade. Den hätte ich gern genommen, aber wir können den ja irgendwann später nochmal testen. Ich glaube, jetzt bin ich auch so langsam endlich mal hier richtig. Ey Leute, das ist einfach so groß hier. Schaut mal, das geht bis da ganz hinten. Ich befinde mich jetzt auf jeden Fall gerade in Rom Termini. Ich glaube, das ist der größte Bahnhof in Rom. Und wie schon gesagt, werde ich von hier aus gleich 600 Kilometer bis nach Mailand fahren, in den Norden von Italien. Da war ich auch noch nie, da freue ich mich schon sehr drauf. Wie schon gesagt, ich habe diesen Frecarossa, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Zug gebucht. Meiner fährt wohl bis zu 360 km/h. Nicht so schnell wie der rote da im Hintergrund. Aber was super interessant ist, es gibt die zweite Klasse, es gibt die erste Klasse und es gibt auch noch eine Executive Klasse, also noch besser als erste Klasse. In Deutschland gibt es sowas, soweit ich weiß, nicht. Und das habe ich natürlich gebucht. Das ist auch die einzige Möglichkeit, hier in die Lounge zu kommen, die ich jetzt hoffentlich noch finden werde. Naja, dann geht's nach Mailand. Ich freue mich schon sehr. Achso, und morgen fahre ich dann noch Glacier Express durch die Schweiz. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Es wird auf jeden Fall geil. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Videos und ja, let's go. Gekostet hat mich der Spaß übrigens 155 Euro. Ist in Ordnung. Leute, wenn ihr diese Zugvideos feiert, dann seid doch so lieb und abonniert den Kanal, weil das haben super, super viele noch nicht gemacht. Da würde ich mich extrem über freuen. Ich bin hier gerade schon im Hotel und jetzt geht's weiter. Ah, okay. Hey, komm, Alter, was ist das denn? Komme ich hier rein? Hallo. Hoffentlich gibt es da ein bisschen Spaghetti. Ne, ich habe echt Hunger. Ich habe heute fast noch nichts gegessen. Deswegen, ich setze drauf, ne? Das habe ich ja auch extra bezahlt. Und es muss nice werden. Sehr, sehr großen Hunger. Naja, wir suchen. Alter, das ist hier einfach so lang. Ich muss noch bis da ganz hinten. Das ist 500 Meter oder so. Leute, es ist einfach viel zu groß hier. Aber ich habe jetzt die Lounge gefunden. Ah, hier. Hallo. Okay, thanks. Das kennen wir doch irgendwoher. Ist jetzt natürlich nichts Besonderes, so wie Eurostar Lounge, aber trotzdem in Ordnung. Besser als nichts. Da gibt es kein Spaghetti, glaube ich zumindest. Nice. Mist, ey, ich habe aber noch Hunger. Das ist natürlich umsonst. Übrigens, wer denkt, Züge haben nur in Deutschland Verspätung. 55 Minuten hat meiner Verspätung, das ist der einzige. Aber das wird immer mehr, ey, shit. So Leute, mittlerweile sind fast eineinhalb Stunden rum. Der Zug hat gut eineinhalb Stunden Verspätung. Super ärgerlich, weil jetzt ist es dunkel. Das heißt, ich sehe nicht mehr so viel von der Landschaft von Italien. Super schade. Aber finally, hier ist er. Vielen Dank. Okay, ich bin in Wagen 1, Platz 1A, also ganz vorne. Schauen wir mal. Irgendwann ging es dann zum Glück endlich mal los. Hier sind auf jeden Fall auch nicht viele Plätze, aber das ist ja gut. Das ist mein Platz. Also ich habe noch nie einen Bahnwagen gesehen, wo so wenig Sitze in einem Raum sind wie hier. Das sind vielleicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 Stück. Naja, habe auf jeden Fall genug Platz, aber ich habe gar keinen Tisch. Außer den hier. Was geht denn hier ab? Ah. Naja, also wie gesagt, wir haben eineinhalb Stunden Verspätung, aber ich freue mich jetzt, bin ich so um 21 Uhr erst in Mailand. Also der braucht für 600 Kilometer ungefähr 2,5 Stunden, echt nicht lange, das ist schon krass. Und ja, ich freue mich jetzt auf die Fahrt, ich habe keine Ahnung, kann auch sein, dass ich was zu essen bekomme, das habe ich irgendwie nicht sehen können. Ich habe auf einer deutschen Seite gebucht, da stand das alles nicht. Und ich würde sagen, wir checken gleich auch mal den Rest des Zuges ab, bis später. Ich muss allerdings sagen, ich glaube gerade, weil es dunkel war, die Strecke hat sich am Ende echt gezogen und wir standen halt irgendwie oft. Ich habe mich eigentlich gefühlt wie in Deutschland, aber war halt in Italien. So Leute, ich habe auf jeden Fall jetzt was zu essen bestellt. Das ist, glaube ich, umsonst. Also, denke ich mal. Schauen wir mal. Ich kann nicht so laut reden, weil hier ist Ruhebereich.
Leute, ich habe auf jeden Fall jetzt das Essen bestellt. Bin mal gespannt, weil das ist erst der zweite Zug, wo ich so ein richtiges Menü in Anführungsstrichen bekomme. Der erste war ja der Eurostar, da war das Essen wirklich richtig, richtig gut. Ich kann euch mal so leicht hier rumzeigen. Da hinter mir steht der Brie und macht das über einer Mikrowelle warm. Aber ich bin einfach mal gespannt. Ich weiß auch nicht so ganz, ob das was kostet, aber eigentlich glaube ich nicht. Das wird mich schon wundern. Ich denke, es ist mit im Preis drin und dann muss ich sagen, Chapeau, schon geil. Ich will auch einen Kaffee. Ah, thank you. Thanks. Ich habe mir dann erstmal ein Risotto bestellt mit so ein bisschen Käse drin. Da muss ich leider sagen, das hat echt nicht gut geschmeckt, total wässrig. Aber ja, ihr könnt es ja sehen. Leute, wir sind jetzt in Florenz. Hier war ich auch noch nie, aber leider habe ich keine Zeit auszusteigen. Übrigens, ich habe auch noch keine Ahnung, wo ich heute noch pennen werde. Aber dazu später mehr. Es könnte echt noch eine lange Reise werden, muss ich sagen. Und ich muss halt morgen um 8 Uhr in den Zug steigen in St. Moritz. Naja, ich weiß nämlich nicht ganz, ob ich es heute noch bis nach St. Moritz schaffen werde. Wegen der Verspätung und so. Dann ging es weiter. Ich hatte irgendwie noch Hunger und habe mir einfach mal ja so Käse mit so ein bisschen Schinken und einem pinken Brötchen bestellt. Das war eigentlich ganz nice. Ja, eher so als Vorspeise, aber ich habe es halt danach gegessen und ja, habe halt eine Cola getrunken. Dann habe ich noch ein Bier getrunken. Dann habe ich noch ein Wasser getrunken. In Bologna war ich übrigens auch schon und jetzt gleich kommen wir in Mailand an. Also das ist nicht mehr weit. 75 Kilometer. Ich würde sagen, 20 Minuten sind wir da. Was mein leibliches Wohl angeht, habe ich mich an Bord sehr, sehr wohl gefühlt. Und ich glaube, das gibt es auch zu diesem Preis und in dieser Auswahl nirgendwo günstiger. So Leute, ich muss mich jetzt mega beeilen, damit ich noch den Anschluss bekomme. Sonst kann ich heute Nacht nicht draußen schlafen. Also wenn ich den nicht bekomme, wird es echt wild. Okay, ich sehe schon, Zug ist weg. Jawohl. Naja, immerhin, die Bahnhöfe sehen hier alle so aus wie in Frankfurt. Ne? Frankfurt Hauptbahnhof sieht auch so aus. So Leute, ich bin jetzt im nächsten Zug. Das ist jetzt der letzte, den ich nehmen kann. An die Italiener von euch, die sich auskennen. Ich fahre jetzt nach Monza. Da muss ich umsteigen. Und dann fahre ich nach Lecco oder Lecce, keine Ahnung. Eigentlich wäre ich bis ganz in den Norden gefahren von Italien. Da hätte ich dann eine Mitfahrgelegenheit gehabt nach St. Moritz. Nur jetzt ist es schon so spät, die bekomme ich nicht mehr. Und ja, jetzt muss ich gleich wahrscheinlich mit Taxi fahren. Eine Stunde noch oder so. Naja, drückt mir die Daumen und dann kriegen wir das schon hin. So Leute, was geht? Da bin ich wieder. Ich bin mittlerweile hier im Hotel. Bin auch schon in St. Moritz angekommen gestern Abend. Musste aber dann einfach mal pennen gehen. Hab mich jetzt ein bisschen ausgeschlafen. Wir haben jetzt gerade 7:30 und für mich geht's in ein paar Stunden schon weiter. Aber die Bewertung vom Zug steht an und das machen wir jetzt. Ich hatte übrigens am Ende 95 Minuten Verspätung. Also kam 95 Minuten verspätet an. Deswegen habe ich dann auch meinen Anschluss und so verpasst. Das war ein bisschen ärgerlich. Es war echt nicht gut gestern. Also wir merken uns, es ist nicht nur immer in Deutschland alles verspätet. Wobei das gestern der einzige Zug war, der Verspätung hatte. Aber gut. So, starten wir mit dem Komfort. Ich war ja in der Excellent Class. Wir waren dort zwischendurch zu dritt, dann waren wir auch mal zu viert, aber da war eigentlich nichts los und man hatte übelst viel Platz. Die Sitze waren bequem, da kann ich überhaupt nichts gegen sagen. Hier auf jeden Fall 5 von 5 Sterne. Machen wir weiter mit dem Essen. Das fand ich auch sehr bemerkenswert. Ich habe die ganze Zeit eigentlich Essen bestellen können, also alles, was ich wollte, egal ob Hauptgang oder in Anführungsstrichen Hauptgang, Getränke, Nachtisch oder sonstiges. Angefangen hat es ja mit diesem Risotto, das fand ich echt gar nicht gut, also das hat mir gar nicht geschmeckt, total wässrig und so, hat man halt gemerkt, das ist so Mikrowellenzeug, ist aber halt wirklich nicht gut. Dann noch diese Platte mit Käse und diesem pinken Brot. Ich hatte auch noch einen Snack zwischendurch, das war dann in Ordnung, aber für die Qualität des Essens würde ich einfach mal 3 von 5 Sterne geben. Trotzdem cool, dass man das alles umsonst dann dazu bekommen hat. Service, ganz klar, 5 von 5 Sterne, super freundlich. Wir hatten zu dritt eigentlich einen Kellner, der die ganze Zeit kam und gefragt hat, ob alles in Ordnung ist, ob man noch was essen möchte, was trinken möchte. Das war echt super und deswegen safe 5 von 5 Sterne. Naturerlebnisfaktor, ja, war ein bisschen schade, durch die Verspätung war es dann schon dunkel und ich habe nicht viel von der italienischen Landschaft gesehen. Wir sind aber viel durch lange Tunnel gefahren, auch teilweise an der Autobahn mit entlang. Super schwierig einzuschätzen im Dunkeln. Ich würde einfach mal 3 von 5 Sterne geben. Tendenz eher zu 2, aber ich kann es halt nicht sagen und ich will nichts schlecht machen, was ich nicht wirklich gesehen habe. Und dann haben wir noch die Preis-Leistung. Ich habe 154 Euro bezahlt. Das lag auch daran, weil ich unter 26 bin und weil ich meine Bahncard 50 angeben konnte. Sonst ist das Ganze nochmal ein bisschen teurer. Trotzdem, wenn man sich das
ja, vor Augen hält. In Deutschland habe ich sowas noch nie gesehen mit so einem guten Service. Ich glaube, das gibt es auch gar nicht. Und halt auch mit diesen Essensangeboten in der Excellent Class, dem ganzen Platz und so. 154 Euro kann man nicht meckern. Safe, meiner Meinung nach 5 von 5 Sterne. Auch die Lounge vorher, wo man sich hinschillen konnte. Das war schon alles in Ordnung und ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Entschuldigung, hier eine kurze Korrektur. Ich meine 4 von 5 Sterne. Ich habe total vergessen, dass wir diese fette Verspätung hatten. Und ja, deswegen muss ich einfach bei Preis-Leistung einen Stern abziehen. Und deswegen haben wir jetzt hier am Ende eine Bewertung, die sich, glaube ich, schon sehen lassen kann. Falls ich jetzt richtig überschlagen habe, müssten das 20 von 25 Sterne sein. Das ist schon echt in Ordnung. Und ja, das war der Frecciarossa aus Italien. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat Spaß gemacht, war ein sehr ereignisreicher Tag gestern. Leute, abonniert super gerne den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein, ciao.